ein eigentlich mal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe, aber ja, manchmal geht's auch um andere Themen und ja, heute wollte ich gerne mal ein Video machen über Teal Swan, Person, die mich schon länger fasziniert, kann man glaube ich sagen. Er bezeichnet sich selber als spirituellen Katalysator und viele andere Dinge mehr, was wir jetzt in diesem Video noch besprechen werden, und ist für mich auch so ein bisschen Repräsentation dieser, wie soll ich mal sagen, Coaching-Szene ohne Ausbildung, ohne irgendwie was, aber dann doch mit vielleicht doch besonderen Fähigkeiten. Und wir wollen mal der Frage nachgehen, hat sie einen Kult begründet? Ist die Kritik, die sie angibt, ihr wird berechtigt? Und auch wenn du sie vielleicht noch nicht kennst, ist vielleicht ein Lehrstück so in diesem ganzen Bereich. Genau, also wer ist Teal Swan? Also wie gesagt, viele kennen sie. Sie hat auf YouTube weit über 1 Million Follower, auf TikTok glaube ich 700.000, ist international sehr bekannt, auch gerade so in dem Bereich, den ich mich auch so interessiere, Spiritualität, Psychologie und diesen ganzen Raum dazwischen. Also sie hat wirklich definitiv spannende Videos rausgebracht. Sie hat ein sehr gutes Video über toxische Beziehungen, wo sie über intermittierende Verstärkung spricht. Sie hat vor ein paar Jahren mal so eine viel Aufmerksamkeit darüber mit so einem Mantra erregt, dass sie sagt, wenn du wissen willst, wie Selbstliebe geht, stell dir vor, du kennst jemand, der ist 100% selbstliebend, wie wird er sich verhalten? Was ich jetzt vielleicht so ein bisschen meine anhört, aber ist wirklich ein sehr guter Tipp, muss ich wirklich sagen. Viele Menschen feiern sie komplett ab, fühlen sich von ihr angesprochen, geholfen, ich weiß nicht was, aber es gab schon länger teilweise harte Vorwürfe an sie. Dann gab es einen 6-teiligen Podcast, den gibt es auch noch, werde ich hier drunter verlinken. The Gateway heißt er. Und jetzt, Anlass für dieses Video war eine 4-teilige Serie von Freeform, wo ich gestern den ganzen Tag gebraucht habe. Also ich habe die nur in Reactions auf YouTube gefunden, die mir live anzugucken. Das heißt live, also überhaupt anzugucken, ist scheinbar eher für den amerikanischen Markt gedacht, und es war super aufwendig, da ranzukommen. Also wer da Zugänge hat zu amerikanischen Internetzugängen, läuft die auf Hulu und im amerikanischen Teil von Disney Plus und noch ein paar anderen Plattformen. Ja, was kann man zu Teal Swan sagen? Also sie ist Anfang der 80er geboren, galt zwar als sehr, man sagt sie selber, sich schwieriges Kind, hellsichtiges Kind. Wie soll man sagen, irgendwie hat schon Entitäten gesehen, die andere nicht gesehen haben, und die Eltern haben sich mit ihr super schwer getan und haben dann Hilfe gesucht, und aus Teal Swans Sicht falschen Ansprechpartner gefunden. Bevor wir jetzt weiter reden, ausnahmsweise doch auch von mir mal eine Triggerwarnung. Wir werden gleich über Missbrauch reden. Wir werden darüber reden, dass man keine Lust mehr hat zu leben und solche Sachen, weil das ist so eine ihrer Spezialitäten. Wenn euch das so sehr antriggert, es werden wirklich heftige Themen gleich kommen, ungewöhnlich für meinen Kanal, aber ja, ich finde es einfach mega spannend, aber dann, ja, guckt euch lieber ein anderes Video an. Ja, dann gibt sie an, dass sie von 6 bis 19 so schwersten SCX-Missbrauch und auch, ja, kultischem Missbrauch unterworfen worden ist, und ich habe mir da die Einzelsachen mal angeguckt, also es ist so absurd, dass man sich das einfach nicht vorstellen kann. Das ist wirklich wie aus so einem schlechten Splatter-Film. Und jetzt will ich auch wirklich niemanden antriggern. Ich finde, wenn jemand sagt, ich habe das so erlebt, das ist meine Wahrnehmung, muss man das so stehen lassen. Es gibt genug Sachen, die unter den Teppich gekehrt werden. Aber ich will trotzdem mal ein bisschen ausholen, was damit eigentlich so die Probleme sind. Also erstmal kostet es vielleicht schon ein bisschen Mühe, sich das vorzustellen.
Gut, jetzt ist sie in Utah aufgewachsen, in den USA, und da gab es die Mormonen und keine Ahnung, also kennen die Mormonen jetzt nicht, aber weiß ich nicht, ob man sich, was man sich da noch vorstellen kann, was ist da alles. Hat mit Mormonen eigentlich auch nichts zu tun, aber keine Ahnung, auf jeden Fall so ein christliches Umfeld wahrscheinlich. Und ja, da sagt sie halt, sie hätte diese Sachen erlebt, die es aber nicht keinsterweise irgendwie von außen belegt worden sind. Das muss man natürlich ganz klar sagen, nur weil das jemand nicht belegen kann, heißt natürlich nicht, dass es nicht passiert ist. Das ist natürlich ganz klar, aber es gibt halt das Problem, dass die Therapeutin, bei der sie damals war, dass die bekannt geworden ist dafür, dass sie ein großer Teil war oder mitgemacht hat bei etwas, was man so, habe ich da auch zum ersten Mal gehört, ja, wie soll ich mal sagen, so eine Panik, dass es weite Bereiche gibt, das, was sich auch übrigens heute auch wieder in der Corona-Krise in diesen Verschwörungstheorien auch gefunden hat, dass es so weite Kreise gibt, die sich solcher Art betätigen und da viele Kinder drunter gefallen sind, was, muss man ganz klar sagen, keinster Stelle belegt worden ist, sondern ja, so ein Zeitgeist-Phänomen war in der Zeit. Wie gesagt, das ist jetzt kürzlich nochmal wieder aufgekommen. Und ja, sie ist halt, diese Therapeutin ist halt bekannt dafür geworden, dass sie, ja, dass Kindern auch irgendwo ein Stück weit eingeredet haben soll, dass sie das erlebt haben. Und das ist schon die erste Schleife, die wir ziehen müssen. Was heute sehr kritisch gesehen wird, das ist ja noch für so ein Psychologieverständnis, was viele noch haben, vor allen Dingen so vielleicht im Laienbereich, dass Therapeuten jetzt so irgendwas rausprokeln aus ihren Klienten und Klientinnen, irgendwelche Sachen, die passiert sind, die komplett unterdrückt sind im Gedächtnis. Und das wird, das ist ja bei Freud war das ja noch sehr populär, aber das wird heutzutage doch im Lichte der Forschung doch deutlich kritischer gesehen. Ist nicht so klar, ob es das so in der Weise gibt, wie das da aus freudschen Zeiten noch kommt. Viele Menschen haben das vielleicht nicht so präsent, aber wissen unter Umständen schon, was so grob passiert ist in der Kindheit, was es aber nicht heißt, dass es in Einzelfällen natürlich nicht mal sein kann, dass irgendwas ja, aufgedeckt wird in der Therapie, aber man sieht das heute so ein bisschen kritisch, weil was es definitiv auch gibt, das ist definitiv belegt, du kannst jemand eine falsche Erinnerung einpflanzen durch, ja, indem du hier auf jemanden einredest, dass er das erlebt haben muss und das muss so sein, kannst du jemanden dahin bringen, dass er glaubt, es wirklich erlebt zu haben, so, ne? Und das ja, ist sicherlich kein Vorgehen, was man heute sagen würde, es ist irgendwie ethisch, das so zu forcieren auf jeden Fall. Also da sind, glaube ich, Therapeuten heutzutage super vorsichtig und würden da auf gar keinen Fall irgendwas forcieren, überhaupt, ob man sich, das ist auch von Thiel Swan so ein Claim, ist mir egal, ja, was jetzt ist, wichtig ist, wo ihr herkommt, was euch passiert ist, so. Und da muss man aus Sicht der heutigen Psychotherapie doch ganz klar sagen, also wenn man nur alle Symptome behandeln dürfte, von denen man das Trauma weiß, dann würden also die meisten Menschen nicht behandelt werden, weil erstmal ist es nicht genau klar, welche Symptome gehen auf welches Trauma zurück. Das kann man sich zwar versuchen zu erschließen, aber es ist keineswegs klar. Und da gibt nachweislich viele psychische Störungen, die nicht auf ein Trauma zurückgehen, so, ne? Die nicht oder teils nicht auf ein Trauma zurückgehen. Und selbst Borderline, hatte ich auch schon referiert hier, geht zum ordentlichen Teil nicht auf Trauma zurück, Traumata. Und ja, also immer nach Traumata zu suchen, ist eine Art von Obsession, die einfach nicht klinisch sauber ist bei jedem Menschen. Hat einfach nicht jeder ein Trauma erlebt, so, ne? Also allein das ist schon so ein bisschen fragwürdig aus heutiger Sicht. Danach zu graben ist noch viel fragwürdiger. Eigentlich müsste man da forschen in dem Bereich, aber die Forschung wäre sich auch schon wieder unethisch, wenn man jetzt jemand forschen würde, ob man Menschen falsche traumatische Erfahrungen einpflanzen kann. Ist vielleicht keine ethische Forschung, findet deshalb nicht statt irgendwie. Also dieses Ganze ist schon sehr
fragwürdig. Und aber das ist ein großer Teil ihrer Story. Und das, wie gesagt, nochmal, es kann genauso gewesen sein. Wir wissen es nicht, ich weiß es schon mal gar nicht. Aber was da, weswegen ich das so lange aushole, wahrscheinlich wird es ja auch noch einen zweiten Teil geben, ich glaube nicht, dass das in einem Video schaffen, warum ich hier so lange aushole, ist, dass tatsächlich viele auf Social Media, die, also nicht alle, keineswegs, aber die so ein Aufklärer-Ding machen, die haben halt so eine Heldenstory und ist ja auch gut, wenn du schon mal Sachen erlebt hast, die du dann, mit denen du dann später arbeitest, das ist sicherlich sehr hilfreich. Aber ich stelle einfach nur die Frage, ich weiß es nicht, sie passt halt auch, was ich oft feststelle bei so einem bestimmten Spektrum auf Social Media, dass sie immer so ein Superopfer sind. Es ist nicht einfach nur, dass die ganz normale Scheiße in der Kindheit erlebt haben, wie wir alle, sondern es ist, selbst das ist schon irgendwie außerordentlich dramatisch, sowas, was keiner sonst erlebt irgendwie. Und passt auch damit rein, was wir später von ihr hören werden, wie außerordentlich sie sich sieht. Und das finde ich schon immer so ein bisschen, sage ich jetzt ganz neutral, ohne zu wissen, was da war, ein bisschen auffällig, so kann man es vielleicht sagen. So. Ja, ja, das ist auch so diese erste Vorwurfswelle, die sie, glaube ich, bekommen hat, weil sie hat diese ganzen Geschichten auch sehr ausführlich beschrieben. Muss man das unbedingt, finde ich nicht irgendwie so, die sie selber erlebt hat. Und das ist halt irgendwie aufgefallen, dass die Zeitlinien da einfach nicht passen können, so irgendwie, ne? Also einmal ist es so, sie sagt von 6 bis 19. Mit 19 war sie aber auch kurzzeitig in so einer Ski, also war so Profisportlerin in so einer bestimmten Skistaffel aus den USA, wenn man sich fragt, okay, wenn das bis dahin ging, wie kann man dann direkt danach so ein super Sportlerin sein? Okay, dann sagt sie, dass sie während dieser Zeit mit 12, was ich mir jetzt auch nicht so richtig vorstellen kann, irgendwie internationale, oder ich meine, das wäre mit 12 gewesen, internationale Model Karriere gehabt hat mit Städten hier und Städten da, wo es überhaupt keine Belege für gibt. Und gut, das war, glaube ich, so die erste Runde, wo man gesagt hat, Mensch, passt das denn alles, was sie so sagt? Aber gut. Ja, dann hat sie halt immer mehr Land gewonnen mit ihren YouTube-Videos. Wie gesagt, die kann man eigentlich gar nicht anders sagen. Viele Menschen angesprochen haben, hat ihre Seminare gemacht. Und sagt halt von sich auch, dass sie hellsichtig, hellhörig in die Zukunft gucken kann, halb Mensch, halb Alien ist, halb Arcturianerin, eine IQ von 170 hat, also für IQ von 170, das sind über 4 Standardabweichungen. Soweit ich kenne keinen Test, der überhaupt bis 170 geht, die gehen dann allgemein bis 160. Und also das geht nicht so gerade hoch, da gibt es ja diese gaußsche Normalverteilung vom IQ und also 170 wäre intelligenter als 99,99999% der Menschheit, also völlig außerordentlich und selten. Und ja, wenn jemand so bei sich redet, finde ich auch schon immer sehr problematisch, aber da hört es noch nicht auf. Weil sie sich in dieser Doku, die da jetzt, wie gesagt, läuft, auf Hulu, die sie sicherlich selber initiiert hat, wo ich auch denke, ey, wie kann man sich selber so reinreißen? Wahrscheinlich dachte sie, das ist jetzt so eine geile Sache, da wird eine Doku von mir gemacht. Aber sie reißt sich da derartig rein. Die Dokumentation ist wirklich enorm sehenswert. Ganz schöne Bilder. Man sieht auch viele Sachen, die einem vielleicht vertraut vorkommen, wenn man mal Gruppentherapie gemacht hat, die man auch irgendwo nachvollziehen kann. Jetzt ist das Problem dabei, also diese ganze YouTube-Karriere ist so eine Sache, ne, okay. Social-Media-Karriere, gut, dass sie da diese Sachen über sich denkt. Ja, gut, aber wie ist das jetzt immer konkret mit Menschen arbeitet, ne? Also wenn sie da so, ja, so ein halber Supermensch ist, sollte man ja meinen, dass sie auch super Ergebnisse erzielt. Das kann man natürlich sagen, ja, auf dem YouTube
Das, also so, offensichtlich hat sie eine super Social-Media-Karriere hingelegt, okay. Aber man kann sich jetzt fragen, ist sie denn auch, ja, wenn sie sagt, sie kann, wie gesagt, wir reden über jemand, der überhaupt keine Ausbildung hat, keine Coaching-Ausbildung, einfach nur sagt, ich bin so eine geile Sau irgendwie, ich kann auch noch so ein, ich bin so ein Medical Intuitive, das heißt, ich kann sehen, welche Prozesse, körperliche Prozesse im Menschen vorgehen. Wenn man das alles sagt, müsste man ja auch enorme Ergebnisse erzielen können, wenn sie mit Menschen arbeitet. Und man sieht halt in dieser Dokumentation, wie sie viel mit Menschen arbeitet. Und da sieht man halt aus Sicht von jemandem, der aus bin auch nicht der Einzige, der das sagt, könnt ihr auf YouTube finden, sieht man halt Sachen, wo man sagt, okay, die hätte jetzt jemand mit einer Ausbildung, hätte diese Situation relativ locker gelöst und sie kriegt die aber überhaupt nicht gelöst, so, beziehungsweise macht Sachen, die absolut haarsträubend sind. Ne? Jetzt muss man wissen, bevor ich da jetzt mal so ein paar Einzelheiten erzähle, dass sie so eine Spezialität hat, das ist mir auch erst bei der Doku so richtig aufgefallen, vorher ist mir das gar nicht so aufgefallen, damit zieht sie scheinbar auch sehr viele Menschen an, versucht sie auch viele Menschen anzuziehen. Sie hat halt ein Faible für Menschen, will dieses Wort jetzt hier nicht aussprechen, weil muss man jemand rechnen, das Video irgendwie demonetarisiert wird und alles mögliche. Ja, die keine Lust mehr haben zu leben. Sie sagt, sie hätte da auch Themen mitgehabt, alles gut, aber sie hat so eine sehr, wenn man es mal nett sagt, unkonventionelle Art, damit umzugehen, will jetzt mal gar nicht ins Detail gehen, weil das kann, glaube ich, Menschen derart antriggern. Aber was sie da so vorschlägt, ist jetzt nicht gängige Lehrmeinung, wie man damit umgehen sollte. Kann man mal so sagen. Und die wird halt vorgeworfen, was natürlich überhaupt nicht lustig ist, dass sie halt so Menschen angezogen hat und die auch einige das auch dann vollzogen haben. Ne? Vielleicht hat sie auch vielen geholfen damit. Aber ja, es wird halt vorgeworfen, ja, das ja, dass das halt bei dem einen oder anderen vielleicht nicht so gut funktioniert hat. Und sie sieht halt diesen ganzen Prozess, dass Menschen freiwillig aus dem Leben scheiden, sieht sie so relativ locker als so, ist ja auch so eine spirituelle Sicht, dass man, wenn man an Reinkarnation glaubt, die meisten Spirituellen würden trotzdem vehement sagen, sollte man nicht machen, ist auch spirituell scheiße. Aber sie hat da so eine relativ lockere Haltung von, ja, dann, wie gesagt, will euch da jetzt nicht anträgern, aber dann kommt ja das nächste Leben, so what. Und das wirft man ihr halt sehr krass vor. Und irgendwie ist sie obsessed mit diesem Thema. Und das Erste, was ich gesehen habe da an dieser Doku ist, also sie holt jemand auf die Bühne, die Leute natürlich alle finden sie super geil und ich weiß nicht was, und holt diese Person auf die Bühne. Und die Bühne und die Leute, die Frau sagt irgendwas von, ja, ich habe das Problem, mir geht's nicht gut, bla bla bla. Also nichts zu diesem Thema, einfach nur, mir geht's nicht gut und das und das. Und dann sagt Thiels vorhin, ja, was findest du denn geil am Leben, was würdest du denn gerne noch so erreichen, so in der Art irgendwie. Und, oder was findest du gut? Oder, und dann sagt sie so gar nichts, ne, so nothing. Und dann sagt Thiels zwar so, ja, warum bist du noch hier? So, ne? Und dann versteht die, habe ich auch erst so verstanden, versteht die Frau das so, warum bist du hier auf der Bühne? Und dann sagt sie, ja, ich suche ja hier Hilfe. Und dann sagt Thiels voll allerletztes, was suchst du noch auf diesem Planeten? Also es ist einfach so haarsträubend und krass. Und ja, also das ist schon krass. Und dann hat sie halt so eine Art, also ich habe das zuletzt, in meiner Ausbildung gab es das früher auch so ein bisschen, aber das war, ich hatte so einen Ausbilder, der kam so aus den 70er, 80ern, da gab es ja viel, und das ist auch nicht per se schlecht, ne, viel dieses Encounter, ne, diese Osho-Geschichten, dieses, komm, wir sperren mal Leute ein, 48 Stunden in irgendeinem Raum, gucken, was passiert, und diese Idee, dass man Leute so in einen Prozess bringt und immer tiefer reinbringt und wenn die ein Trauma haben, dann bringt man sie nochmal ins Trauma rein und ich weiß nicht was. Und das macht man heute einfach nicht mehr, ne? Also heute arbeitet man viel mehr ressourcenorientiert, das heißt, man baut so um das Trauma rum, baut Ressourcen auf, baut einen sicheren Raum auf, ja, versucht das Nervensystem zu beruhigen und wenn man direkt mit dem Trauma arbeitet, dann ja, sind das wirklich super ausgebildete Spezialisten und dann gibt es ja genaue Vorgehen, meinetwegen mit EDMR oder so. Aber so einfach so, wir gehen da mal einfach wieder rein und schreien so ein bisschen rum, sieht man heute als eher kritisch oder unter Umständen sogar retraumatisierend und wird man so nicht mehr machen. Und sie arbeitet halt sehr viel in die Richtung. Das kann natürlich gut gehen, aber es ist so ein bisschen nicht mehr, was man heute so macht.
Und es ist auch so eine, und das ist auch so ein bisschen Kritik, die ich da habe, das ist so eine dramatische Arbeit, wo sowieso Thiels von neigt schon mal super zum Dramatischen. Und man macht damit so eine riesen Welle und man fühlt sich als Therapeut, will ich jetzt nicht unterstellen, aber man fühlt sich als Therapeut vielleicht auch toll, wenn man so eine riesen Welle und die Leute schreien und weinen und klopfen auf den Tisch und winden sich und macht dann eine riesen Welle. Aber so aus meiner Erfahrung oder ich glaube, das würden auch viele andere sagen, ist so dieses kleinteilige, egal ob man jetzt Coach oder Therapeut ist, aber dieses kleinteilige, jede Stunde, man erarbeitet man so ganz langsam einen Schritt, den nächsten Schritt ist oft viel hilfreicher als so diese große Welle, ne, die es ja auch in einer Familienaufstellung gibt und ich weiß nicht was. Ja, das kann mal so einen Durchbruch bewirken, aber der dann wieder in kleinteiligen Schritten gefestigt werden muss. Ne? Und sie macht halt diese dramatische Arbeit. Jetzt kann man vielleicht sagen, Tony Robbins macht das auch, aber der hat halt zertifizierte Psychologen und Psychotherapeuten im Publikum, die das dann aufarbeiten. So kann man auch kritisieren, aber der ist da einfach viel besser aufgestellt und das konnte ich bei ihr jetzt nicht sehen, ne? Und das fand ich schon mal super problematisch. Dann hat sie, weiß nicht, ob sie die noch hat, so eine private Facebook-Gruppe. Das sind weitere Vorwürfe, wo gesagt werden, sie teilt da einfach völlig traumatisierende Bilder mit Blut und ich weiß nicht was. Muss ich auch fragt, muss das sein irgendwie? Und dann wird in dieser Doku gezeigt, also erst wird ein bisschen ihre Arbeit gezeigt, dann wird gezeigt, also die Arbeit finde ich, es gibt diese YouTube-Social-Media-Arbeit, es gibt diese Arbeit, die sie auf Seminaren machen, da kann man, wie gesagt, kann man kritisieren, habe ich jetzt gerade kritisiert, ist das letztlich das, was viele machen. Und dann, was aber sehr ungewöhnlich ist, hat sie halt Follower bei sich zu Hause, die leben mit ihr so, ne, wie in so einem, weiß ich nicht, Ashram oder eben so einem Kult, keine Ahnung. Also während man bis hier vielleicht noch sagen kann, nee, sie ist keine Kultführerin, sie ist einfach sehr bekannt und viele mögen sie. Ist das jetzt, da so eine Kommune zu haben mit Followern, die mit ihr privat leben, ist vielleicht schon so ein bisschen special irgendwie so, ne? Und dass sie das so filmen lässt, ich meine, das ist der aller Ehren wert, aber das ist einfach so haarsträubend. Erstmal sieht man da so einen, jemand, der ist Blake, mit dem war sie dann nach diesen, was sie von 6 bis 19 erlebt hat, ist mit ihm zusammengekommen, hat ein Jahr eine Beziehung und er ist da jetzt immer noch. Und während sie danach, sagt sie, 12 weitere Beziehungen hatte, ist er immer da bei ihr geblieben. Was könnte man sich auch vorstellen, ist das vielleicht ein bisschen co-abhängig, hat weiter für sie gearbeitet. Die ganzen Leute arbeiten natürlich auch für sie. Ob sie da irgendeine Art von Geld bekommen, habe ich jetzt mal ein großes Fragezeichen. So wie die reden, eher so wie bei Osho irgendwie so, ne? Ich will Thiels Vaughan unterstützen und ich weiß nicht was. Gut, kann man natürlich sagen, muss jeder selber wissen, aber ist ja schon, kann man ja schon große Fragezeichen dran machen und das sind alles Sachen, die, wo sich alles um sie dreht, da dreht sich alles um sie. Wollte ich noch sagen, also sie hatte dann zig Beziehungen, aber er scheinbar wenig, keine, weiß ich nicht. Und dann wird halt gezeigt, wie jemand ausgerechnet aus Deutschland noch aus Bayern dazu kommt und dieses jetzt mit diesem Blake zusammen. So, jetzt könnte man ja sagen, wenn Thiels Vaughan da so ein überlegenes Wesen ist, dann könnte sie da so fünf drehmäßig drauf gucken, kann sie aber überhaupt nicht. Also während sie sich da x Beziehungen ausgenommen hat, ohne den Blake, kriegt er sofort Probleme, wie immer dieser Frau da auftaucht, wo man eigentlich einfach nur Ego sieht und Ego und Ego und Ego und nichts Überlegenes. Und also das ist schon, da musst du es, also wenn du so eine große Fresse hast, dann musst du auch abliefern. Da kannst du dich da nicht wie so eine gekränkte Frau da hinsetzen und dann drüber lamentieren, dass dann Ex-Partner eine neue Beziehung hat. Also das ist einfach so fucking 3D. Also das geht gar nicht. Ja, dann in diesen Gruppen sagt sie dann, dann eine weitere Sache, die dann gezeigt wird, ja, wo man sagen würde, das wird also jeder, der ein bisschen gruppentherapeutische Erfahrung hat, mit Leichtigkeit lösen. Zwar sagt dann jemand, dann fragt sie jemand wirklich ganz ruhig, warum sie denn eigentlich keinen Mentor hat, ne? So, und jetzt muss man ja fairerweise sagen, jeder Psychologe sollte irgendwie einen Mentor haben oder einen Supervisor oder ist ja auch weiten Teilen gängige Praxis. Selbst der Papst hat einen
hat einen Beichtvater und ich weiß nicht was, ne? Und dann sagt sie, dann ist sie richtig gekränkt. Das ist schon mal super peinlich, dass jemand, man irgendwie jetzt einfach ein ausgebildeter Psychologe bist, dass du, ja klar, also meistens komme ich ganz gut zurecht, aber wenn ich mal Fragen habe, habe ich die und die Stelle, da gehe ich hin oder da bilde ich mich fort oder da kann ich mich austauschen. Ja, ne, ganz normale Frage, ganz normale Antwort, aber sie kommt dann richtig aus dem Leim und ist ja auch richtig so gekränkt, das ist schon echt so krass, ey. Und sagt dann allen Ernstes, sagt sie dann, ja, hat denn der Dalai Lama, was ja auch alles, meinst du, der Dalai Lama hat einen Mentor? Wo ich denke, also hoffentlich hat er einen Mentor, weil kein Mensch auf dieser fucking Erde weiß alles. Und das ist nämlich genau, wo Coach, Heilabs, Therapeuten gefährlich werden. Das ist genau der Punkt, wo sie gefährlich werden. In dem Moment, wo sie sagen, sie sind die geilste Kohle auf diesem Planeten, sie wissen alles, dann werden sie meiner Ansicht nach richtig gefährlich, auch wenn man das nicht in jedem Einzelfall nachweisen kann und sie vielleicht trotzdem vielen Menschen hilft, ohne Frage, irgendwie so. Aber das ist für mich Alarmstufe rot, weil jeder sollte sagen, ja, ich habe vielleicht auch blinde Flecken und ich könnte Fehler haben, kann sie nicht hinstellen, ich bin ein Alien, ein halber Alien, ich habe einen IQ von 700 und sie hat ernsthaft auch noch gesagt, ich möchte gerne spirituell einflussreicher werden als der Papst, ich möchte Firma gründen, die später mal ganze Länder kauft. Was sind das für Größenfantasien? Ey, boah, finde ich echt super krass. Und das ist noch nicht genug. Dann sagt sie noch, stell dir mal vor, du bist der schnellste Renner, Läufer auf der Welt und dann kommt jemand zu dir, will von dir lernen und fragt dich, ob du einen Mentor hast, wo ich denke, aber selbst, ich denke, selbst Usain Bolt ist wahrscheinlich jetzt nicht mehr der schnellste Läufer. Wird einen Coach gehabt haben, der ihm noch was Neues beigebracht hat. Weil wenn du nicht mehr trainierst, wenn du keine Leute hast, die dich inspirieren, selbst wenn sie langsamer laufen, wissen sie vielleicht irgendwas anderes, ne? Irgendwie können dich mental coachen oder ich weiß nicht was, wirst du, glaube ich, ganz schnell wieder hinten eingereiht werden. So, ne? Also super, ja, muss man einfach sagen, ohne jetzt, ist jetzt nicht als Diagnose gemeint, aber hat sie super narzisstisch gekränkt reagiert und boah, also da, und ja, sie vergibt natürlich auch Zertifikate, ist immer so witzig, wenn man selber keine Ausbildung hat, aber Zertifikate vergibt für eigene Ausbildung ist schon irgendwie auch irgendwie skurril. Ja, genau. Und jetzt kann man natürlich sagen, vielleicht, könnte man jetzt sagen, vielleicht hat sie, also sie hat ja so vielen Menschen geholfen, hat so viele Menschen auf ihren Seminaren gehabt, was weiß ich wie viel. Und da kann man vielleicht sagen, wo gehobelt wird, fallen Späne und vielleicht hat sie viel mehr geholfen, als sie geschadet hat. Nur das ist Leuten, die eine Ausbildung haben oder eine psychologische Ausbildung, würden so nicht vorgeben. Die würden sagen, okay, erstmal, wir alle machen Fehler, jeder macht Fehler, auch ausgebildete Leute machen Fehler. Aber die haben vielleicht eine Stelle, wo sie das reflektieren können, wenn sie Fehler machen. Die gehen auch davon aus, dass sie vielleicht mal einen Fehler machen. Und die würden jetzt nicht sagen, Gott, wenn da so ein paar hinten rüberfallen, auch nicht so schlimm, sondern würden schon versuchen, ja, nach Möglichkeit, was schon schwierig genug ist, nicht zu sehr zu schaden, sage ich mal. Das ist ja schon so ein Grundsatz von auch Ärzten und so. Wie gesagt, klappt vielleicht nicht immer, aber zumindest so ein Anspruch. Und wenn man jetzt sieht, dass sie so ganz, konnte ich es auch noch mehr aufzählen, so ganz einfache, handwerkliche Fehler macht, also entweder muss man in Frage stellen, dass sie so ein Überwesen ist, so, oder man muss halt sagen, okay, vielleicht bin ich so ein spirituelles Überwesen, aber ich kann ja trotzdem, wenn ich da so Schwächen habe, schadet ja nichts, kann ja trotzdem eine Ausbildung machen, kann trotzdem Psychologie studieren, kann trotzdem eine richtig handfeste Coaching-Ausbildung machen, kann, was weiß ich, was es in Amerika noch gibt, kann in Deutschland, kann Psychotherapeut machen, kann Heilpraktiker machen, noch irgendwas oben draufsetzen, Ausbildung. Also ich kann mir ja wirklich Mühe geben, eine fundierte Ausbildung zu haben oder was Gruppentherapeutisches oder ich weiß nicht was. Und dann kann ich ja sagen, okay, ich bin so eine geile spirituelle Tante hier, Tomate, ne? Ja, und das, was mir dann noch fehlt, hole ich mir eben in so einem ganz handwerklichen Studium oder Ausbildung, hole ich mir das eben. Ne? Das ist ja, es addiert sich ja, ne? Kann ja keinen Schaden. Aber wenn du natürlich denkst, du bist, und das werfe ich hier wirklich
vor, wenn du natürlich von vornherein ausgibst, du bist die geilste Sau ever, was schon eine sehr problematische Haltung ist. Ja, und dann sagst du, handwerkliche Fehler gibt es bei mir einfach nicht. Das ist meiner Ansicht nach sehr gefährlich, nicht für jeden Einzelnen unbedingt, ne? Kann sein, dass da viele durchgehen, aber ich finde, da muss man auch so viel, und das trifft auch für andere zu, die keine Ausbildung haben, weiß ich nicht. Man kann nicht einfach davon ausgehen, dass nur weil ich selber irgendwas erlebt habe und weil ich so eine geile Sau bin, weil ich so drauf habe, mache ich keine Fehler. Also das, da muss man sich schon mal die Mühe machen, auch wenn man, wie gesagt, denkt, man hat so Spezialfähigkeiten, kann man ja trotzdem Ausbildung machen und sagen, hey, das ist mit den Menschen wert. Ich kann ja immer noch gucken, was ich von dem, was ich da lerne, was ich davon mitnehme. Und ja, wie gesagt, kann ja dann, man will überhaupt nicht in Abrede stellen, dass es das gibt, Leute, die Aura sehen können und was weiß ich. Man dann, manche glauben nicht dran, manche glauben dran. Aber das sind halt zwei Sachen. Du kannst vielleicht eine Aura sehen und trotzdem krasse, gruppendynamische Fehler machen, ne? Die einfach jeder macht, der da nicht irgendwo drin trainiert ist, so, ne? Ist einfach so, ne? Und da kannst du nicht bei jeder Scheiße, nur weil dich mal jemand eine Minute kritisiert, was wirklich Alltag ist in der Gruppe, irgendwie so aus dem Leim gehen. Oder wenn jemand mit irgendeinem Alltagsproblem kommt und sagen, warum hast du schon überlegt, ob du dich nicht vom Antlitz der Erde entfernen willst. Also das ist einfach, ach sorry, das geht gar nicht, geht gar nicht. Also und irgendwie dann so eine Doku zu machen, die dann so ausgeht, wie gesagt, das ist alles total nah gefilmt. Da frage ich mich schon, da muss ich ein bisschen, ich will jetzt nicht unbedingt vergleichen, aber muss ich ein bisschen an Amber Heard denken, diese, oder auch andere, kann ich es auch Männer nennen, aber diese, dass man schon so weit weg ist von so einer Erdung, dass man auch gar nicht auf dem Zettel hat, was das wohl für einen Eindruck macht. Ne? Dann in dieser Doku sieht man auch, die haben so eine Art Ermittlerin dann eingestellt. Ja. Und ja, sozusagen, die dann sagt, ja, wir haben hier ermittelt und das ist eine ganz saubere Kult. Ne? Alles super hier. Aber dieser Bericht ist, glaube ich, nicht veröffentlicht worden. Von der habe ich jetzt gelesen. Und ist vielleicht auch nicht so, ja, weiß ich nicht. Gut, das war jetzt nur die ersten anderthalb von vier. Ich würde vielleicht noch, wenn es da Interesse gibt, könnt ihr mir ja schreiben, Teil 2 zu machen, weil da passieren scheinbar noch mehrere, noch weitere haarsträubende Sachen, wo sie, glaube ich, in diesen Followern, diesem engsten Kreis sagt, sie sollen keine Kinder kriegen und ich weiß nicht was. Ah, ja, könnt ihr mal eure Kommentare schreiben. Das ist mal ein ganz anderes Video jetzt gewesen. Und ja, ich finde es okay, wenn man auch mal abseits des Mainstreams was macht, aber sich einfach hinzustellen, ich brauche keine Ausbildung, ist mir alles scheißegal, ich mache, was ich will. Das Leben hat mich ausgebildet, was ich oft höre auf Social Media, finde ich wirklich haarsträubend und fahrlässig. Ist so, ne? So, muss ich mal gucken, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Ja, der Rest wird dann, glaube ich, in Teil 2 kommen. Ja, trotzdem, wenn du sagst, ey, die Videos haben mir echt geholfen, alles gut. Wenn du sagst, hab da eine andere Sicht drauf, alles gut. Trotzdem kann sie vielen Menschen geholfen haben, muss man ganz klar sagen. Trotzdem hat sie viele gute Videos rausgebracht, wo das auch so eine, ja, gut, ob sie die jetzt, muss sie ja auch nicht alle ihr eigener, soll ich mal sagen, wenn sie auch vielleicht jemand hatte, der das geschrieben hat, geschenkt, ne, sie muss das ja nur runterrattern da. Aber ja, wenn du in dem Moment, wo du wirklich mit Menschen arbeitest, musst du ein Stück weit abliefern und bist natürlich fehlbar irgendwie so, ne. Und ob man jetzt, ob das jetzt eine gute, also wie gesagt, auf die Idee wird, glaube ich, kein praktizierender, ausgebildeter Psychologe oder ich weiß nicht, was kommen, Leute bei sich wohnen zu lassen, privat und so eine Art Community aufzumachen. Ob das jetzt gleich ein Kult ist, weiß ich nicht. Das wird ja so ein bisschen vorgeworfen.
Ja, ist das jetzt schon so ein bisschen, na, sektenmäßig ist es eigentlich auch nicht, aber mal ganz ehrlich, das weiß ich nicht, irgendwie ist das schon echt spooky. Könnt ihr mal schreiben, wie ihr das seht, und wir sehen uns bald wieder.